Wissen Sie, wir waren es einfach leid. Man will ja auch mal Land und Leute kennenlernen. Diese ewige Sonne geht dann ja auf den Keks. Mallorca, Gran Canaria, Seychellen, Phuket. Ist doch alt dasselbe. Eine gesehen, alle gesehen. Sonnentechnisch. Mit Sandstrand und Palmen können Sie mich jagen. Außerdem kriegt er immer seine Sonnenallergie. Aber erst seit dem Ozonloch. Wollen Sie auch einen Schluck? Nee, danke. Aber wenn Sie eine Sonnenallergie haben, müssen Sie in Grönland für auch aufpassen, gell? Ich bleib immer in Ihrem Schatten, wenn Sie nichts dagegen haben. Aha. Sagen Sie mal, Herr Reiseleiter, Andreas. Langfällig. Andreas, sagen Sie mal, diesen alten Brauch, den gibt's doch ja noch, oder? Welchen Brauch meinen Sie? Na, den mit dem Gastgeschenk. Gastgeschenk? Na ja, dass der Eskimo dem Gast seine Frau zur Verfügung stellt. Wie bitte? Ach so, das meinen Sie. Ja, ja. Ja, na ja, ich glaube schon, dass es das noch gibt. Na wunderbar, dann können Sie mir meinem Freund doch mal ein paar Einheimische vorstellen, oder? Freundschaftstechnisch. Sie wissen ja, wir sind sehr daran interessiert. Land und Leute kennenzulernen, ja. Ich weiß. Hey, wir sind gleich da. Kommt. Na komm. Oh, pünktlich. Na, bitte Sie auch. Na, ihr beiden? Wird wieder gelästert? Nee, wie kommen Sie denn darauf? Na, ich kenne euch doch. Na, war ich schon dran, ja? Nee, aber wir wollten gerade mit Ihnen anfangen. Ah, na, dann tut euch keinen Zwang an. Wo, Herr Reiseleiter? Bitte hier rein, hier hin. Okay, dann. Nein, nein, Sie nicht hier. Nein. Sie gehören bitte hier zu uns. Ja. Nein, Kollege, wenn Sie jetzt hier reinkommen. Ich muss nur noch ein Telegramm aufgeben, dann stehe ich ganz zu Ihrer Verfügung. Oh, vielen Dank, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Ich hoffe, ich mache Ihnen nicht so viele Umstände. Aber was? Da sind doch keine Umstände. Ich weiß gar nicht, wie ich mich revanchieren soll. Da wird uns sicher das einfallen. So, ich habe mich erkundigt. Ich weiß, wo man sich Angelzeug und Boot mieten kann. Unser kleiner Tour steht also nichts mehr im Wege. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt schon was anderes vor. Ja, aber wir wollten doch. Ja, ja. Lassen Sie uns den Ausflug ab morgen verschieben. Ach so, ich verstehe. Natürlich. Also, dann will ich nicht weiter stören. Ja, dann bis später. Viel Vergnügen. Schlüssel. Was? Ach so, ja, danke. Ich sag Ihnen dann noch ganz genau Bescheid, wann es losgeht, ja? Danke. So, ich habe 6. Ich habe 4 besetzt. Und was ist mit Ihnen, Herr Eichborn? Kommen Sie morgen auch mit zur Snowscooterfahrt? Nein, ich habe doch gesagt, ich will an keiner Veranstaltung teilnehmen. Ja, ich weiß, aber Sie hätten sich's ja anders überlegen können. Sie versäumen da was. Das glaube ich nicht. Darf ich? Oh, danke. Sabine, und du? Ich komme auch nicht mit. Ah ja, okay. Also, was bilden sich denn da diesmal für merkwürdige Grüppchen? Die Frau Feldmann fährt auch nicht mit. Na ja, gut, das kann ich ja noch verstehen, aber. Aber das da? Zieh dich aus und komm rein. Frau Nemitz? Erhard, was machen Sie denn hier? Ja, dasselbe wollte ich Sie fragen. Also, das ist mir wirklich sehr unangenehm. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Die müssen an der Rezeption den Schlüssel verwechselt haben. Das ist doch kein Drama. Oh, Moment, ich helfe. Ach Gott, bring das wieder in Ordnung. Ah!
So eine hübsche Idee und ich verderb alles. Sie haben überhaupt nichts verdorben. Wir müssen nur aufpassen, dass Victor hier nicht plötzlich reinschneidet. Sagen Sie mal, wie sind Sie denn überhaupt hierher gekommen? Ich war auf dem Rückflug von New York und dachte, es wäre eine hübsche Idee, hier aufzutauchen. Wir haben nämlich morgen unseren Hochzeitstag. Ah, so. Ja, dann will ich mal schnell runtergehen und ihn aufhalten. Okay. Aber ich schicke ihn dann auch gleich hoch, ja? Aber nicht sagen, dass ich hier bin. Frau Nemitz. Eine so süße Idee. Wirklich. Na, Gott sei Dank, da sind Sie ja noch. Wo bin ich denn? Sie haben unseren Schlüssel verwechselt. So? Haben Sie es gar nicht gemerkt? Nee. Aber ich, hier ist Ihr Schlüssel, geben Sie mir meinen. Wieso? Ich habe das Gepäck schon auf meinem Zimmer. Aber es ist mein Zimmer. Dass ich doch wusste. Die Zimmer sind alle gleich. Sind sie eben nicht. Wieso? Also gut, ich gehe jetzt hoch und tausche die Koffer. Oder haben Sie etwas schon ausgepackt? Nein, was soll das? Ist Ihr Zimmer nicht in Ordnung? Doch. Also seien Sie nicht so kindisch. Sie machen es einem aber auch wirklich schwer. Bitte nehmen Sie das Zimmer. Es ist wichtig für Sie. Passen Sie auf, Kollege. Haben Sie heute schon was getrunken? Ne? Also langsam könnte ich wirklich einen gebrauchen, ja? Mir bleibt nichts anderes übrig. In Ihrem Zimmer, das heißt in meinem Zimmer, das eigentlich Ihr Zimmer ist, ist nämlich so, Ihre... Da bin ich. Können wir? Ja, gehen wir. Bis bald. Victor, bitte! Ich weiß, es war ein anstrengender Flug. Nehmen Sie einen Drink und lassen Sie ihn auf mein Zimmer schreiben. Hm? Unsere Organisation hat schon 1977 die ersten Kampagnen gegen das Abschlachten der Babyrobben gestartet und mit spektakulären Aktionen auf die Situation im Nordatlantik aufmerksam gemacht. Da warst du dabei? Nee, leider nicht. Weißt du, die haben die Felle der Robben, der jungen Robben, mit grüner Pflanzenfarbe besprüht, um die Felle für die Verarbeitung wertlos zu machen. Ich habe davon gehört. Hat auch geklappt. Seitdem importiert die EG keine Robbenfelle mehr. Klasse. Ich finde sowieso blöd, mit einem Tierfell rumzulaufen. Ja klar. Was scheiße. Da hinten muss es sein. Also bis morgen früh um 10, 8 Snowscooter und ein Jeep mit Verpflegung. Haben Sie das? Hallo. Oh ja, 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 das geht in Ordnung. Fahren Sie auch mit? Ja. Ja, natürlich. Schön. Na, dann ist ja alles klar. Ja, komm, wir gehen. Ja, du hetzt mich doch nicht so. Bye. Degus. Das heißt bis morgen. Degus. Degus? Hey, was macht ihr denn hier? Arbeiten. Ich jedenfalls. Alu, umiatsiamike, atosina, wungut? Ja, Sie können ja auch ein Boot mieten. Sie sprechen Deutsch? Ja, ich spreche auch Deutsch. Mhm. Das ist eine tolle Idee, dass ihr euch ein Boot mietet. Was will er damit sagen? Oh, thank you. Room number? Oh. 100 and... Anna, ich zahle lieber gleich. Ist okay. Hallo. Oh, hallo. 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 Alles Alkoholiker, diese Piloten. Da braucht man sich nicht zu wundern, dass diese Vögel alle Nase lang runterfallen. Das ist der Stress bei den Jungs. Zu hohe Anspannung, flugtechnisch gesehen. Aber hergeflogen hat er uns doch prima. Naja. Ich möchte den Job nicht haben. Mit deiner Allergie würden sie dich sowieso nicht nehmen. Scheiße, ich habe irgendwo 100 Dollar verloren. Ich hab sie nicht. Trinkst du einen mit? Ich mich schlagen lasse? Chef! Zwei Sidecar, double please. Für mich auch. Yes, sir. Bist so nett hier, oder? Hm,
Was heißt das, Victor ist weggegangen? Und wohin? Ja, also er musste noch mal schnell zum Flughafen, ja? Wir hatten da einen kleinen Schaden im Fahrwerk und das musste er sich noch mal ansehen. So, ach. Was ist? Ach so. Ich konnte ihm ja nicht sagen, dass Sie hier sind, sonst wäre die Überraschung weg. Was meinen Sie, wie lange es dauern wird? Wie lange was? Am Flughafen. Ach so, ja, also, na ja, man steckt da nicht drin. Also, naja, lange, ja, man weiß das nie. Was mache ich denn da? Ich habe keine Lust, so lange im Zimmer zu bleiben. Ja, also, ich wüsste da eine kleine Bar. Unten. Da waren Sie wohl schon. Ihr Onkel hat das Land 1968 für 99 Jahre gepachtet, weil es Spekulationen um den Bau einer US-Airbase gab. Und er sich von der Wiederverpachtung einen Riesengewinn versprach. Aus diesen Plänen ist aber nie etwas geworden. Die Amerikaner haben woanders gebaut. Und jetzt habe ich dieses Land geerbt? Nein. In Grönland ist es nicht möglich, als Ausländer Grund und Boden zu erwerben. Er hatte, wie gesagt, einen Pachtvertrag und Sie erben die noch verbleibenden 74 Jahre. Was ist das für Land? Einöde. Ist uninteressant. Sie können nichts damit anfangen. Ich rate Ihnen, es schnellstens abzustoßen. Sie haben nur Unkosten damit. Tja, dann bin ich ja völlig umsonst hierher gekommen. Nicht ganz. Ich habe mich herumgehört und einen Interessenten gefunden, der diesen Pachtvertrag übernehmen würde. Also die Summe, die er zu zahlen bereit ist, ist nicht der Rede wert. Aber es würde Ihre Unkosten und meine Aufwendungen decken. Das ist ja eine tolle Überraschung. Was mache ich denn jetzt? Warum schauen Sie sich das Grundstück nicht mal an? Ja, da haben Sie recht, wenn ich schon hier bin. Würde das gehen? Ja, warum nicht? Wenn Sie möchten. Kommen Sie mit? Ja, ja. Ich habe nichts Besseres vor. Schön. Wenn uns jemand von der Gruppe im Hotel braucht? Ach was, die pennen doch alle. Außerdem, wie heißt es so richtig? Auch ein Reiseleiter hat das Recht auf ein bisschen Privatleben. Genau. Und wenn wir schon mal alleine... Ach, kommen wir alleine. Ich weiß ganz genau, warum du mitgefahren bist. Dankeschön, sehr lieb. Bitte? In ungefähr einer Stunde sind wir da. Toll, ich bin schon gespannt. Sind Sie überhaupt sicher, dass wir welche sehen? Bitte? Sind Sie sicher, dass wir welche sehen? Ja, das ist ganz, ganz sicher. Was ist denn da passiert? Haben Sie sich wehgetan? Ich glaube nicht, aber ich komme hier nicht mehr raus. Wem sind Sie denn ins Netz gegangen? Ich mir selber. Ich wollte es gegen die Mücken an die Lampe hängen. Und das nächste Mal nehmen Sie lieber ein Mückenspray. Sagen Sie, sind Sie nicht die Frau von unserem Captain? Ja. Wie kommen Sie denn hierher? Oh, Entschuldigung, aber Sie waren noch gar nicht auf der Maschine. Weiß er, dass Sie da sind? Nein, das soll eine Überraschung sein. Ach so, na, das wird ja eine Überraschung. Wie meinen Sie das? Jetzt zeige ich dir mal, wie Eskimos pinkeln. Pass mal auf.
Klavier. Also. Prost. Alkohol ist ein großes Problem auf Grönland. Das hat doch indirekt was mit den Robben zu tun. Wieso? Seit die Export von Fähle stagniert ist, sind eine Menge Menschen arbeitslos geworden und trinken viel. Schnaps ist sehr teuer hier, aber das hält niemand auf. Immer noch besser als das sinnlose Abschlachten dieser wehrlosen Tiere. Aber die vielen Robben fressen die Fanggründe leer. Und immer mehr Fischer verlieren ihre Arbeit. Ach, das ist aber Quatsch. Ich will mich nie mit Ihnen streiten. Möchten Sie noch einen Tee? Ja. Ja, gern. Du, Anja, stimmt es, dass sich die Eskimos nicht küssen, sondern bloß die Nasen aneinander reiben? Ja. Natürlich küssen wir uns. Aber die Nase aneinander reiben ist ein schöner alter Brauch. Na, dann bin ich ja beruhigt. Please, 412. No key. No key? No key. Na, wunderbar. Jetzt hat er den auch noch mitgenommen. I beg your pardon? Okay, thank you. You're welcome. You like Greenland? Yes, I love it. Das Grundstück Ihres Onkels reicht von hier 10 Hektar nach Osten. Hier? Ja. Oh je, das ist ja trostlos. Das habe ich Ihnen ja gesagt. Also, damit kann man wirklich nichts anfangen. Ja, also ich empfehle Ihnen den Vertrag so schnell wie möglich zu verkaufen. Ja, ich glaube, Sie haben recht. Es sei denn, Sie wollen sich hier ein Wochenendhaus bauen. Das ist eine Überlegung wert. Kommen Sie mich besuchen? Vielleicht. Prost, Herr Pilot! Prost, Herr Pilot! Prost, Prost! Ich hoffe nur nicht, dass wir mit dem zurückfliegen müssen. Quatsch, es ist doch nur der Co-Pilot. Was ist? Suchst du immer die 100 Dollar? Ich kann doch nicht einfach weg sein. Ach Quatsch, komm, vergiss es, ich geb noch einen aus. Hallo? Noch mal dasselbe. Oh. Rolf, was haben Sie mir da vorhin erzählt? Wieso? Ich habe gerade erfahren, dass Victor gar nicht am Flughafen ist. Nein. Der Portier hat gesagt, er hat mit einer jungen Dame das Hotel verlassen. Ja. Ach so, ja, das wird unsere Stewardess Monika gewesen sein. Mit der ist er zum Flughafen gefahren. Wie wär's mit einem Drink? Nein, das ist mir noch zu früh. Die werden ja bald zurück sein. Coffee, please. Yes, madame. Das ist alles ein bisschen dumm gelaufen. Wem sagen Sie das? Ich hatte mir die Überraschung so schön vorgestellt. Was ist eigentlich mit Ihrem Gepäck? Ja, ich kann nicht in mein Zimmer. Victor hat den Schlüssel mitgenommen. Wollen Sie es so lange bei mir unterstellen? Nein, nein. Die sind sicher bald zurück. Wird ja nicht eine Ewigkeit dauern. Ah, da sind Sie ja. Entschuldigung. Monika sucht Sie. Die hat mit Frankfurt telefoniert. Es gibt irgendwelche Probleme mit dem Rückflug. Sind die vom Flughafen zurück? Ist mein Mann schon nach oben gegangen? Wieso Flughafen? Aber Monika ist doch mit unserem Captain zum Flughafen gefahren. Nicht wahr? Und ist dann noch da geblieben. Was? Ja, der ist doch wohl alleine gefahren. Wie lange kann sowas dauern? Naja, ich habe Ihnen ja schon gesagt, in sowas steckt man nicht drin, aber wer weiß, was da alles kaputt ist.
So, der Pilot holt per Funk Hilfe. Es ist irgendwas an der Elektronik, aber kein Problem. Wird nur ein Weilchen dauern. Tja, nur vielleicht gucken Sie sich den Ort ein bisschen an. Ich hol Sie dann wieder ab, ja? Schauen wir uns den Ort an. Überhaupt nicht erwiesen, dass Robben als Fischfresser die Fanggründe dezimieren. Ich kann Ihnen nur sagen, was die Fischer hier erzählen. Das ist doch reine Geschäftemacherei. Robbenfälle bringen halt mehr als Fisch. Ja, aber wir als Europäer haben gut reden. Ich meine, wir züchten Rinder, wir züchten Schafe, wir haben Hühner. Ja, das ist richtig. Und wir sind auf die Robbenjagd angewiesen. Und die will man uns verbieten. Da sind sie, da drüben. Oh ja. Daraus machen die Jacken. Was hat der vor? Er wird sich das Abendessen schießen. Wie bitte? Das macht er immer, wenn er hier Leute rausfährt. Aber nicht, wenn ich dabei bin. Sagen Sie ihm das. Also, ich weiß auch nicht. Ha? Kannst du nicht mal mit deinem Bruder reden? Ah ja, er hat seine eigene. Hey, Sie! Hier wird nicht gemordet! Legen Sie das Gewehr weg! Immer, jetzt fang keinen Streit an. Jetzt red doch mal mit deinem Bruder. Für ihn ist das ganz normal. Für ihn ist das Jagdwild. Legen Sie das Gewehr weg! Komm, Herr Einborn, bitte, machen Sie keinen Blödsinn, wir sind hier Gäste. Bleiben Sie hier! Sven! Put down your gun! Hallo? Mensch, Viktor, wo stecken Sie denn? Wir sind hier in Umanak. Ich rufe nur an, damit Sie keine Sorge macht. Kommen Sie schleunigst zurück. Sie bringen mich in eine ganz unmögliche Situation. Worüber reden Sie? Während Sie sich mit Frau Feldmann auf dem Eisbärenfell rekeln, versuche ich, Ihrer Frau klarzumachen, wo Sie so lange bleiben. Langsam fallen mir keine Ausreden mehr ein. Ah, Elke ist da. Ja, das sage ich doch die ganze Zeit. Ich habe Ihrer Frau erzählt, dass Sie noch mal zum Flughafen gefahren sind. Frau Feldmann hat hier ein Stück Land geerbt, das wir uns angeschaut haben. Der Hubschrauber ist uns verreckt. Und wir warten auf Ersatzteile. Also, Viktor, mir brauchen Sie doch nichts vorzumachen. Also, wissen Sie was? Geben Sie mir meine Frau, ja? Nein, das geht jetzt nicht. Warum denn nicht? Ja, ich muss es hier erst selbst erzählen. Hallo! 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 Oh. Ah. Na komm, du hast noch mal Schwein gehabt. Ein paar Zentimeter höher und aus wäre der Traum. Aunila? Ja, ja. Aber war das nötig? You get a nice Platzwunde. Komm, du wirst überleben. Ja. Mein Bruder ist ein großer Hitzkopf. Es tut mir alles sehr leid. Du kannst ja nun wirklich nichts dafür. Möchtest du das Boot einmal fahren? Das kannst du bestimmt besser. Schmeckt irgendwie nach Fisch. Bisschen tranig. Dann wird es eine Möwe sein. Sveni? Tja, leider keine guten Nachrichten. Ein anderer Hubschrauber kann erst in 4 Stunden hier sein. Ich bin noch immer schön. Der Junge da? Ja, der Junge da. Ich bin auch noch bei 6 Jahren.
Aha. Was ist denn? Tja, es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Sunny hat gerade einen Vorschlag gemacht, aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen das zumuten kann. Also, ich finde das wunderbar. Endlich mal ein bisschen Abenteuer. Oder was meinen Sie? Also einsteigen. Wir sehen uns dann morgen in meinem Büro, hä? Huh? Bis morgen. Komm an! Viel Spaß! Morgen! Wolf, warum erzählen Sie mir solche Geschichten? Ja, was sollte ich machen? Es sah doch alles danach aus, als ob Ihr Mann mit Frau Feldmann... Und Männer halten zusammen. Das hatten wir schon mal. In Manila. Lassen Sie es gut sein. Und das am Hochzeitstag. Ja, thank you. Unser Taxi ist da. Wollen Sie denn wirklich zu ihm fliegen? Was ist, wenn ich Ihren Mann missverstanden habe und er doch mit Frau Feldmann zum... Rolf, Sie haben schon genug versaut. Lassen Sie uns gehen. Frau Nemitz! Der Hubschrauber, der uns abholen soll, kann erst eine Stunde später starten. Was machen wir so lange? Ja. Oh, da ist eine Bar. Nein. Sie kriegen nichts mehr zu trinken. Eine Milchbar. Das ist was anderes. Eskimo-Frauen haben einen ganz anderen Körperbau. Die sind in den Hüften stämmiger. Beckentechnisch gesehen. Woher willst du denn das wissen? Das weiß ich eben. Das kommt durch die jahrhundertelange Kälte. Auf Bali sind sie enger, schmäler, oder? Stimmt. Siehste. Noch so eine Pinguine. Das. What? Ja, Wiedersehen. Degus? Degus, wie lange bleibt ihr noch? Bis zum Ende der Woche. Vielleicht könnten wir uns noch einmal treffen. Ich denke, wir sehen uns sowieso beim Snowscooter fahren. Ich weiß noch nicht, ob ich kommen kann. Wir haben noch eine andere Gruppe. Schade. Ich will mal sehen, was ich machen kann. Vielleicht kann ich tauschen. Möchtest du, dass ich dabei bin? Ja. Dann komm ich. Gar kein Land erben kann. Es gehört alles der Regierung. Sie meinen, dass Victors Geschichte gar nicht stimmt? Nein, ich meine nur, es klingt doch merkwürdig, oder? Thank you.
Was macht er? Was? Vielleicht muss er mal. Und ein Gewehr? Anderer Länder, anderer Sitten. You are Eskimo? Yes, I'm from Greenland. Ah, you are married? No, sorry. Habe ich schon gedacht. Hopsela. Fehlanzeige. Der Portier ist auch nicht verheiratet. Was ist denn das für ein Scheißbrauch, wenn die alle solo sind? Da läuft doch nichts. Familientechnisch. 100 Dollar sind auch weg. Och, jetzt hör doch endlich mal mit deinen scheiß 100 Dollar auf, ja, Mann. Du hast gut reden, du hast ja kein Geld verloren. Weißt du was? Jetzt zeige ich dir mal was. Jetzt pass mal auf. Hier. Was machst du denn da? Ich verbrenne jetzt diese 100 Dollar. Gell? Und dann sind wir quitt. Oh, du bist ja ein echter Kumpel. Ja. Dos Pinguine, Prego. Ich schmeiß eine Runde Zigarette. Da sind sie ja. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Was ist los? Haben Sie was gesehen? Nee. Na, der ist gut, uns hier einfach sitzen zu lassen, Mann. Vielleicht findet er keinen Busch. Haha. Und das Gewehr hat er mit, um die Eisbären zu vertreiben. Naja. Gibt's hier eigentlich welche? Ja, aber nur ganz kleine. Was jetzt? Zu dumm. Das wären die Hundeschlitten gewesen, die wir vorhin gesehen haben. Ja, wahrscheinlich. Ja, tut mir leid, jetzt müssen Sie leider warten, bis der Hubschrauber repariert ist. Unser Co-Pilot muss ihm helfen. Wie lange kann das dauern? Halbe Stunde. Dann müssen wir wohl warten. Ob die hier eine Bar haben oder sowas? Eine Eisbar vielleicht. Hast du was gesehen? Der Schlittenführer ist auch nirgends zu finden. Also wir versuchen, seine Hunde einzufangen. Komm. Was jetzt? Das ist eine gute Frage. Wir brauchen nur den Schlittenspuren zu folgen, dann kommen wir wieder nach Humadak. Die ganze Strecke zurück? Na, so weit ist es nicht. Wie
Fuß. Komm, wir schaffen es. Passiert. Wir müssen sie suchen. Ich sag dem Piloten Bescheid. Euer Bock, euer Suyavut. Bei diesem Wetter findet uns niemand. Machen Sie sich keine Gedanken. Wir müssen einfach weiter. Aber die werden uns doch suchen. Ich hoffe. Wenn uns überhaupt jemand vermisst. Was sagt er? Hat man sie gefunden? Nur den Hundeführer. Und mein Mann? Und dieses Mädchen? Waren nicht bei ihm. Wieso nicht? Wie ist das denn möglich? Er war auf der Jagd nach einem Seehund. Er kam zurück. Wir waren verschwunden. You have to hurry. The weather is changing. Was sagt er? Wir müssen uns beeilen. Das Wetter schlägt um. Doch ein Fehler, einfach loszumarschieren. Vielleicht, aber wir müssen weiter. Aber wir verlaufen uns nur noch mehr. Wir schaffen das nicht. Wir sollten hier stehen bleiben und warten, bis Hilfe kommt. Darauf will ich mich nicht verlassen. Kommen Sie. Wir schaffen es. Wir wissen auch überhaupt nicht, wo wir sind. Es sind auch keine Spuren mehr zu sehen. Aber die Richtung stimmt. Der Pilot sagt, wir müssen abdrehen, bevor uns die Schlechtwetterfront erreicht. Das geht nicht. Wir müssen sie finden. Er soll weitersuchen. Wir gefährden uns alle. Das müssten Sie als Pilot doch am besten wissen. Es ist mir egal. Wir suchen sie so lange, bis wir sie gefunden haben. Ja, aber wir werden die Suche vom Boden aus fortsetzen. Das kommt nicht in Frage. Ich verlange, dass er weitersucht. Sie haben sie mit den Schlitten wegfahren lassen. Sie tragen die Verantwortung. Von Emmett, seien Sie doch vernünftig. Wir werden Ihren Mann und Frau Feldmann schon finden. Wirklich nicht mehr. Stehen Sie auf. Wir müssen weiter. Dort hinten löst sich der Nebel auf. Zu unterschreiben. Nach Ihrer gestrigen Odyssee sind Sie sicher froh, das Problem endlich los zu sein. Das können Sie wohl laut sagen. Den Ausflug vergesse ich mein Leben lang nicht. Ja, hier ist nur noch ein Scheck für Sie. Nach Abzug meiner Unkosten verbleiben Ihnen immerhin noch $3,500. Bitte. Oh. Wenn Sie mir das bitte da mal quittieren würden.
Ja, und vielen Dank, dass Sie mich so gut beraten haben. Das hat er eben nicht. Du brauchst dich also nicht zu bedanken. Im Gegenteil. Meine Herren, wie darf ich das verstehen? Genau, wie er es gesagt hat. Sie sind ein Schwindler, Herr Notar. Ich muss doch sehr bitten. Das Land, das er uns gestern gezeigt hat, ist nicht das Land, was du geerbt hast. Wie bitte? Meine Herren, was soll denn der Unsinn? Sie haben die beiden gestern ins ewige Eis geflogen. Das Land, was dir zusteht, liegt weiter östlich. Wir sind heute Morgen hingeflogen und haben es uns angeschaut. Rate mal, warum er dich überreden wollte, den Pachtvertrag aufzugeben. Schluss, meine Herren, ja? Jetzt verlassen Sie augenblicklich mein Büro. Die vertragliche Vereinbarung zwischen Frau Feldmann und mir, die ist längst geschlossen. Dieser Vertrag ist unter falschen Voraussetzungen zustande gekommen. Sie haben Frau Feldmann verschwiegen, dass auf dem Grundstück Bodenschätze gefunden wurden. Was erlauben Sie sich? Ich werde die Polizei verständigen. Oh, nicht nötig. Das haben wir bereits für Sie getan. Gentlemen! Ah, ah, ah. Oh, Entschuldigung, ich dachte... Noch einen doppelten. Das. Na, tut's noch weh? Nee, geht schon. Ich glaube, ich werde mich in Zukunft nur noch um Sachen kümmern, von denen ich was verstehe. Bravo. Du warst ja nicht umsonst. Hallo. Hallo. Ja, Entschuldigung. Ich habe übrigens heute von der Agentur erfahren, dass wir im Winter noch mal nach Grönland kommen. Ja, schön. Oh, dann ist ja da 4 Monate lang Nacht. Ja. Na, das wird dich nicht stören, oder? Nö. Nein, das war wirklich Rettung in letzter Sekunde. Ich bin Ihnen beiden wirklich sehr dankbar. Sobald Sie Millionärin sind, stellen Sie ihn als Pilot für Ihren Privatjet ein. Dann ist er nicht mehr so viel unterwegs. Gut, ja. Dankeschön. Ich glaube, jetzt ist es günstig. Meinen Sie? Ja. Und toi, toi, toi. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier spricht der erste Offizier. Ich habe eine vertrauliche Mitteilung an einen unserer Fluggäste. Sie glaubt, ihr Mann hätte etwas ganz Wichtiges vergessen. Dies ist nicht der Fall. Herzlichen Glückwunsch aus dem Cockpit. Oh nein, Victor, du bist verrückt. Rosen von Grönland, wie hast du das gemacht? Überrascht? Bei dir nie. Danke, dass du es so lange ausgehalten hast mit mir. Oh, Mensch, das ist aber nett. Vielen Dank. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ja, gratulieren ganz herzlich. Alles Gute. Prost. Danke. Prost. Prost.